Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Play-by-Play-Format. Und zwar heute geht es aus dem Anlass, dass ich gestern den Pokal vom Factory Fighter Turnier abgeholt habe bei dem werten Herrn Squee, geht es heute mit einer kurzen M1A in ein paar Factory-Runden rein. Freunde, ich hoffe, euch wird das Video gefallen und dann schauen wir direkt mal rein. Let's go, Boys! So, wir werden schon ein bisschen besser mit den Intros. Es wird noch. Irgendwann mal. Freunde, also erstmal die rechte Seite vom Bildschirm ignoriert ihr bitte komplett, weil ich nehme das hier gerade fast direkt nach dem Stream auf und ich hatte einfach noch nicht genug Zeit, hier alles aufzuräumen. Bin heute ein bisschen gestresst, aber komm, nächste Play-by-Play-Folge muss raus. Factory, ja. Ich spiele eine M1A, in dem Falle jetzt eine kurze M1A, einfach um die Ecken etwas besser rumzukommen. 50er Magazin, ich glaube nicht, dass ich damit großartige Probleme haben werde. Das ist jetzt noch die alte Factory Map. Es kann sein, dass ihr schon bald ein neues Play-by-Play sehen werdet mit der Factory Expansion. Da freue ich mich unglaublich drauf auf einer neuen Map, auf die Factory Expansion, vor allem auch mit dem Boss. Endlich geiler Looter Factory, endlich mehr Gründe, dass dort Full Gears auf die Map gehen. Da freue ich mich unglaublich drauf. Ich denke mal, das werdet ihr in Zukunft auch häufig von mir sehen. Ansonsten Full Mod Fast MT, hier in dem Fall einfach wegen dem Slap. Ist meiner Meinung nach für Factory mit einer der geilsten Sachen. Oder ansonsten könnte man halt einen Exfil mit der Condor-Kombination anziehen. Man muss halt wirklich aufpassen, weil die Pistol-Kills halt auf Factory immer gemacht werden. Und da muss das Gesicht einfach geschützt sein. So mit einem Ullach oder so einfach nur reinzugehen, würde ich mich einfach nicht trauen. Selbst das hier ist jetzt ein bisschen riskant. Head-Eyes kann ich immer noch jederzeit kassieren. Man könnte wirklich ein Argument dafür bringen, dass ein Face-Shield, eine Face-Shield-Kombo hier die bessere Option ist für Factory. Müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Ich habe gestern das Turnier gespielt, oder ich habe die Tage jetzt das Turnier gespielt und habe einige von diesen Fast-MTs wiederbekommen, deswegen spiele ich die. Jetzt generell zu Factory selber, was hier sehr stark einen Unterschied ausmacht zum Vergleich zu den ganzen anderen Maps, ist nämlich einmal mein Secure-Container-Loadout. Ich habe keine Ibuprofen, kein Golden Star, kein Vaseline, kein gar nichts dabei. Einfach, weil ich weiß, ich werde nicht so lange auf dieser Map sein. Ich habe mit zwei Propitals, die ich dabei habe, habe ich 8 Minuten an Painkiller. Länger werde ich nicht auf der Map sein, weil es sonst auch für mich absolut lebensmüde ist, auf dieser Map zu sein. Länger als diesen Zeitraum, weil einfach die ganzen Scav-Player reinjoinen. Und wir wissen alle, Scav-Player, die shiften einfach nur rein und denen ist das so komplett egal. Und denen kann man dann zum Teil echt fast nicht aus dem Weg gehen. Das ist dann wird dann echt interessant. Deswegen, ich laufe einfach nur persönlich ein Propital-Setup. Habe ich auch im Factory Fighter Turnier gemacht, wo ich dann auch den ersten Platz gemacht habe, wo auch diese, ne, ein kurzer Flex, ne, kurz dann auch, weshalb ich dann auch diese wunderbare Trophäe hier stehen habe. Da habe ich wirklich bei einigen Leuten gesehen, dass die irgendwie mehrere Stims sich reingedrückt haben oder sonst irgendwas. Für mich ein riesiger Fehler, einfach weil die ersten paar Sekunden einfach ausschlaggebend sind auf Factory. Und deswegen, ich drücke mir ein Propital rein, ich habe einen Heilfaktor, der beim Propital mitgegeben ist. Der Health Regeneration geht halt +1 hoch für 300 Sekunden. Das heißt, ich heile mich konstant hoch und ich habe für 4 Minuten, für 240 Sekunden, habe ich dann auch noch den Painkiller-Effekt bei einer unglaublich kurzen Use-Time. Das heißt, man kann direkt auf den Spawn-Push, entweder selber den Spawn pushen oder halt sich bereit machen, dass der eigene Spawn gepusht wird, was auf Factory ein sehr, sehr beliebter Playstyle ist. Deswegen auf jeden Fall, wenn überhaupt, wenn ihr wirklich auf PvP gehen wollt, und das könnte ich mir auch bei der Factory Expansion dann auch so vorstellen, Propital ist euer bester Freund auf dieser Map. Oder von mir ist auch ein Morphin, wenn ihr halt noch einen Ticken länger das haben möchtet. Aber ich sehe halt keinen Grund, solange es den Propital gibt, jemals ein Morphin zu spielen. Das einfach mal als Randinformation. Ansonsten, was halt auch wichtig ist, ist einmal der Factory Exit Key. Einfach, dass ihr die anderen Exits nutzen könnt. Ansonsten ist hier auch nichts großartig weiter Besonderes, ne? Das typische High-Loadout, was ich halt immer spiele, Hammerstart, Alu-Splint, CMS, Saleva, hin und wieder mal CMS anstatt Survival-Kit, whatever, das kann man sich dann wirklich selber aussuchen. Um nochmal ganz kurz auf die M1A zurückzukommen, Standard-D-Ball nutze ich, das habe ich jetzt auch, glaube ich, auch in einem Kommentar von einem vergangenen Video gesehen, deswegen will ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wenn ein Flashlight, also wenn das aktiviert ist, ne? Das heißt, sei es eine Flashlight, sei es ein Laser, sei es eine Infrarot-Taschenlampe, bekommt ihr akkurateres Hipfire, bekommt den akkuraten Spray-Pattern. Ich glaube, ich hatte es auch in der vergangenen Folge schon bereits gesagt gehabt, aber ich will das nochmal wirklich stressen. Falls ihr es jetzt gerade zum allerersten Mal hört, ganz ehrlich, ich würde schon fast sagen, wenn ihr euch keinen Griff leisten könnt,
Packt euch lieber eine Taschenlampe dran, anstatt einen Griff. Ich glaube, so würde ich es schon fast eher spielen. Wenn es die Möglichkeit gibt, ist es einfach mit einer der besten Optionen, da ein gutes Hüftfeuer bzw. ein gutes Pointfeuer zu bekommen. Ich glaube, dann habe ich zu dem Thema jetzt alles gesagt. Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich jetzt gleich bei so einer fast-paced Map wie Factory großartig kommentieren kann. Es kann wirklich sein, dass ich dann gleich nochmal irgendwie ein bisschen das Ganze ein bisschen langsamer spielen werde, um wirklich darauf einzugehen. Ich hoffe, ich kann das gleich gut rüberbringen. Wenn nicht, dann muss ich mir nochmal was für eine zukünftige Folge ausdenken. Vielleicht mache ich dann auch nochmal ein explizites Factory Guide. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie zufrieden ich damit bin. Aber das werden wir dann gleich sehen. Und dann würde ich sagen, springen wir dann jetzt auch direkt schon in die erste Runde. Gut, dann sind wir dann auch schon in der ersten Runde. Ich werde es jetzt wirklich so machen. Ich werde mir direkt den Propital reindrücken und werde dann den nächstgelegenen Spawn pushen und gleichzeitig auf Info hören. Also direkt auf Audio hören. Ich hoffe, dass ich das jetzt gleich hinkriege. Wir werden es sehen. Aber ich denke mal, das sind das schon mal so vorweg als Erklärung. Okay, wir haben den Bermuda-Dreieck-Spawn. Heißt, vor uns kann einer spawnen und links von uns. Hab da jetzt nichts gesehen. Rechts steppt. Ich werde jetzt aggressiv auf die Shots pushen. Wir haben links von uns Shots. Ich will aber nochmal eben kurz das lange Eck hier checken. Ja, sieht gut aus. Ja. So, wir pushen weiter direkt in Richtung Office Building, also schon fast Zentrum der Map. Wir waren jetzt gerade Pistol Shots. Werde jetzt auch zur Taschenlampe schwitzen. Schwitzen, ja moin. Schwitzen tue ich sowieso. Aber werde jetzt auch zur Taschenlampe schwitzen. Sag mal, jetzt ist aber der Wurm drin. Switchen, einfach weil es mir egal ist, ob meine Position weggegeben ist. Gerade auf Factory ist, Factory ist halt eine sehr audiolastige Map, das heißt, da muss man wirklich gucken. Meine Position ist eh schon weggegeben, die Gegner wissen, wo ich positioniert bin. Einfach basierend auf meiner Audio. Deswegen will ich dann da mit der Taschenlampe nicht mich selber nicht verstecken, sondern einfach mir nur das Aim-Duell dann eher ermöglichen. Rechts Steps. Wir ziehen links hoch. Jetzt wird's interessant. Spieler links von uns und Spieler aus gerade vor uns. Okay, wir pushen zuerst links von uns weg. So, wir haben Holz gehört hier gerade links. Es sagt mir jetzt allerdings nicht, wo er ist, um ehrlich zu sein. Ah, da ist er. Ich hatte auch mal mehr einen Triggerfinger, um ehrlich zu sein. Aber gut. Spieler ist jetzt nach hinten durchgerannt, Richtung Exit. Ich laufe ihm jetzt hinterher. Das ist halt hier die Frage, wie viel Map-Erfahrung hat er? Ah, okay. Ist steppt direkt links unter uns. Im Exit-Camp steht einer. Immer gegen die Granate zuerst werfen. Immer gegen die Granate gegen die Tür werfen die Granate, damit sie durchbounced. Das bringt den Gegner nochmal in Schwierigkeiten. Ja, desync. Schade. Er lag auf dem Boden scheinbar. Wenn ich das richtig. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo er war. Dass er mir halt jetzt direkt Head Eis drückt. Okay, ouch. Schon eine Ansage. Ouch. Ganz ehrlich, ich hätte den Falken nicht. In der Situation hätte ich einfach nicht pieken dürfen. Ich hätte aber. Also, die bessere Art und Weise wäre gewesen, reinzurennen. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich tendiere. Also, keine Ahnung, das war halt auch schon ein absolutes Brett, was er mir da gedrückt hat. Ich würde halt auch schon. Keine Ahnung, ich tendiere halt auch schon fast dazu zu sagen, dass es halt. Nicht so ganz legit war. I don't know. Bin ich jetzt auch ehrlich. Also es war halt ein übelstes Brett, das kann halt natürlich sein. Ich werde ihn jetzt einfach mal reporten. Just to be safe, es ist ein übelstes Brett. Also von daher, es ist absolut möglich, was er mir gedrückt hat. Ist jetzt einfach nur Standard-Account. Deswegen hauen wir das jetzt einfach mal als Report rein. Ist natürlich ein bisschen unlucky, dass ich dann auch ultra gedesynkt habe in der Situation. Das ist halt beides als Option, ne? Desync und Hack.
Whatever, ne? Wie es hätte ändern können, Granate reinwerfen und dann halt links am Container vorbeipushen. Heißt, ich hätte durchziehen sollen und direkt links rumziehen sollen. Das wäre, glaube ich, mein bester Play da in der Situation gewesen. Ist jetzt natürlich unfortunate, dass ich instant ein Head-Eis gefressen habe. Aber gut, ich denke mal, wir starten direkt nochmal in die nächste Runde und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen länger überleben können, beziehungsweise ein bisschen mehr mit der M1A reißen können. Gut, dann probieren wir das Ganze direkt nochmal. Genau die gleiche Vorangehensweise. Ich werde mir wieder direkt ein Propital drücken und auf den ersten Spawn zupushen. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen erfolgreicher läuft. Und dann schauen wir mal. Wo sind wir? Okay, den Gate-Spawn. Wir haben links von uns direkt einen Spawn. Da werde ich direkt eine Nate vorschmeißen und werde jetzt nach unten gehen. Er spielt langsam. Legt an. Na, schlechte Nate. Ahahaha. Dann nochmal kurz zurück, warten. Weil er könnte jetzt eine Nate gegengeschmissen haben. Da muss ich halt aufpassen. Kann mir kurz einer sagen, wie ich das zu kommentieren habe? Was? Okay, ja, es waren halt alles Timmys, ne? Oh no. Die kriegen ihren Stuff direkt wieder, oh Gott. Er hatte sogar in seinen Rucksack... Oh nein. Level 7. Level 9. No. No. Oh Gott. Es war natürlich... Okay, ja, ich versuche jetzt erstmal... Oh Gott. Es war jetzt ein sehr aggressiver Peak von mir, weil ich wusste, dass die Granate von mir reingelandet ist. Heißt also, im besten Fall kann ich halt gegen die Granate vom Gegner pushen, um ihn dann halt noch in der Animation zu fangen, wo er gerade seine Waffe wieder rausholt. Das ist das Ziel von einem solchen Push. Dass da jetzt drei Timmys stehen, habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Wir holen uns jetzt noch den anderen Spieler und dann auf geht's. Alright. Dann nehmen wir das so mit. Er pusht jetzt genau gegen in meinen Sidestep im Endeffekt rein. Um meine Granate auszuweichen. Relativ clean runtergespielt, I guess. Ja, halt auch im Timmy. Oh Gott, ey. Ich fühle mich schlecht. Ich will nichts von eurem Loot haben. Oh Gott. Oh Mann, ich hatte echt gehofft, dass es hier vielleicht ein Fully oder sowas irgendwie kommt. Aber gut. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich einen solchen Spawn spielen wollen würde. Ich laufe jetzt mit euch einfach nochmal eben kurz ein, zwei Ecken ab hier auf Factory, wo ich euch empfehlen würde, einfach mal zu checken. Wenn ihr in Richtung Gate reingeht, hier einfach die Kante immer nochmal checken, ob hier irgendjemand hinter sitzt. Ansonsten, wie ich die Runde eben hätte spielen können, reinrennen direkt links, um dann nochmal meine Position zu ändern. Hier dann links dann am besten auch mal kurz pausieren, weil hier gerne auch jemand steht. Das heißt, es kann wirklich häufig sein, dass irgendjemand, wenn Gate gekämpft wird, der Extract, dass jemand so steht. Und dann wird meistens, wenn sie mehrfach campen, dann auch einer so stehen. Seid euch einfach darauf gefasst. Und wenn ihr darauf gefasst seid, ne, um dem Typen auszuweichen, versucht wirklich direkt in Richtung des Containers zu rennen. Das kann euch noch vielleicht das Leben retten. Ansonsten zeige ich euch noch ein, zwei Tipps und Tricks, I guess, ein paar Movement-Sachen für Factory selbst. Wir haben jetzt ein paar Skeps jetzt hier, die schon so langsam spawnen. Das hier ist, wenn ihr hier in diesem Treppenbereich fightet, in Richtung Gate-Exit, habt ihr immer die Möglichkeit, den Gegner zu out-rotaten, indem ihr von dieser Ecke hier rüberspringt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr oben seid, direkt nochmal von unten wieder hier entlang sprinten, um einfach eine andere Position nochmal auf den Gegner zu bekommen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Des Weiteren könnt ihr hier auch einfach geradeaus laufen und könnt nochmal so
auch ebenfalls nochmal ganz anders über die Map rotieren. Das ist vielleicht noch eine Ecke, die ihr noch nicht kanntet. Und das nochmal an der Stelle. Ansonsten gibt es hier immer noch diese Office-Fights. Hier für diese Gänge würde ich einfach empfehlen, wenn möglich, Right-Angle-Peak. Und hier in dem Bereich einfach eine Granate zu schmeißen. Ihr könnt von der Seite natürlich keine Nades schmeißen, weil sie hier an diesen Kanten jeweils hängen bleiben. Das ist halt immer ein bisschen problematisch. Also rechter Engel und Granate schmeißen, dass sie halt bis zum Ende des Ganges fliegt. Und ansonsten gibt es dann hier diese wunderbaren Optionen. Beide Türen aufmachen, um ins Office zu kommen. Dann könnt ihr euch dann entscheiden, macht die Tür auf, macht die Tür auf, sprintet wieder zurück, geht doch die Tür rein. Oder ihr spielt die Mindgames und geht dann diese Tür direkt rein. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, wenn ihr einen aggressiven Playstyle habt. Seid euch einfach nur darauf gefasst. Oder generell, wenn ihr auch hier drin seid, vielleicht irgendwie eine Quest macht oder einfach hier nur den Loot drin wollt. Macht euch einfach darauf gefasst, dass dieser Move auf jeden Fall kommen wird. Dieser Jiggle Peak ist wichtig. Beziehungsweise passiert häufig. Ansonsten, Holzsteps. Seid euch wirklich bewusst, was es hier für Steps gibt auf der Map. Wo der Untergrund ist. Wenn also hier irgendjemand Holzsteps macht. Hier zum Beispiel sind auch nochmal kleine Holzsteps. Da kann ich sie nochmal neu machen. Seid euch dessen bewusst. Des Weiteren, wenn ihr irgendwie einen Fliesen-Step hört, das hier ist die einzige Ecke an dieser Map, wo es Fliesen-Steps gibt. Das sind einfach so ein paar Audio-Cues, wo ich halt, wie gesagt, ich hatte ja gerade eben auch gesagt, die Gegner werden eure Position bereits schon wissen, bevor sie euch überhaupt gesehen haben, einfach basierend auf der Audio. Man weiß halt zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel, dass hier auf diesem Zwischenstück Glas ist, hier oben Holz und hier ganz normal, ganz normaler Betonboden, I guess. So wie ihr also Glas hört, ist das genau diese Ecke. Ne? Einfach ein paar Map-Knowledge-Sachen, dessen ihr euch bewusst sein müsst, beziehungsweise nicht bewusst sein müsst, aber dann laufen wir nochmal auch fix eben kurz die Exits ab, die ihr noch nutzen könnt, abgesehen von Gate 3. Das wäre dann einmal hier dieser tatsächlich. Direkt hier diese Tür könnt ihr mit dem Factory Key öffnen. Einmal hier. Und dann rotieren wir jetzt nochmal eben kurz zum anderen Ende der Map, wo man dann auch noch den Factory Key nutzen kann, um rauszukommen. Das hier ist auch ein Scav Exit. Es entwickelt sich hier irgendwie gerade zu einem Map Guide, ne? Merke ich gerade. Das war schmerzhaft. Okay. Und jetzt mal eben kurz im Splint das Ganze wieder. Heilen den Thorax hoch. Thorax immer zuerst heilen. Tut euch selber den Gefallen. Thorax immer zuerst heilen. Das ist euer wichtigster Bodypart. Wenn der wirklich schwarz ist, seid ihr tot. Heißt also, Thorax muss eure Heal-Priorität Nummer 1 sein. Eieiei. Die Scavs haben aber richtig Bock. An der Stelle auch nochmal eine kleine Info zur M1A. Warum die M1A die beste DMR ist, die es im Spiel gibt. Das wird jetzt sehr teuer für mich. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Aber die Waffen M1A, SR25, Ersatz könnt ihr so schnell triggern, wie es nur geht. Ich wünschte, ich könnte das, auch wenn ich es nicht jetzt aktiv tun würde. Das heißt also, ich kann leider nicht so schnell triggern wie jetzt. Weil ich halt ansonsten einfach meinen Aim komplett verliere. Das heißt also, man kann einfach die M1A so schnell triggern, wie es nur geht. Die hat halt keinen Cap im Endeffekt. Und wenn man das noch mit M kombiniert, ist das mit M61. Holy shit. Ne? Deswegen, die M1A ist vom Skill-Ceiling her wirklich eine der krassesten Waffen, die es überhaupt im Spiel gibt. Ein Acid Fire zum Beispiel kann dieses Ding so beherrschen. Mit seinem Triggerfinger. Das ist absolut insane. Also ja, an die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben sollten, zum Factory Fighter Finale, das verlinke ich jetzt euch direkt hier nochmal onscreen. Und ansonsten lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Das habe ich eben nicht gesagt. Lasst mir doch einen Kommentar da mit Waffe und Map-Kombination, die ich als nächstes spielen soll. Ansonsten, ich hoffe, dass euch das Play-by-Play-Format bis jetzt gefällt. Die Resonanz, die ich bis jetzt bekommen habe, ist absolut insane. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch und erfolgreiche Raids. Macht es gut und ciao, ciao.